besprechen werden. Es geht zuerst um den Darm und seine Flora, dann spannend Beschwerden und ihre Ursachen. Und da habe ich mir die vier größten Beschwerden rausgeschaut und wir gucken, was man machen kann und ja, was naturheilkundliche Ansätze sind. Weil man kann viel machen, wichtig ist aber immer das Verständnis, wieso, weshalb, warum. Und am Ende eine Zusammenfassung. Was ich immer erstaunlich finde, ist, wie lang der Darm eigentlich ist, oder? Ich meine, das sind fast 7 bis 8 Meter insgesamt. Und in der Mitte ist so, dass dieses Durcheinander da, ein bisschen ungeordnet, das ist der Dünndarm mit 4 bis 6 Metern und dann schön drumherum der Dickdarm. Ich zeige das deswegen immer gerne, das Bild, weil manchmal überlegt man ja auch, wo sind eigentlich meine Beschwerden? Einige sagen immer, oh, hier oben oder so, ist es Magendarm oder mehr in der Mitte und so. Dann weiß man schon mal ungefähr, ist es mehr der Dünndarm oder der Dickdarm, wo das Ganze geschieht. Also wahnsinnig lang. Noch umwerfender finde ich die Oberfläche vom Darm. 400 bis 500 Quadratmeter. Und jetzt überlegen sich ja, was ist denn das eigentlich so? Wie groß ist das? Das ist ja wie so 2 Tennisplätze. So. Und ich denke mal, ich habe immer gedacht, die Haut wäre die größte Oberfläche. Haut, aber im Vergleich zum Darm, ist 100-mal so groß. Also die Darmoberfläche ist 100-mal so groß wie die Hautoberfläche. Und jetzt muss man sich überlegen, haben Sie eine Idee, wie wir von 7, 8 Metern auf 400, 500 Quadratmeter kommen können? Wie kann man so die Oberfläche so vergrößern? Ich meine, die Darmzotten und so. Genau. Und das ist mega eindrücklich. Schauen Sie mal hier. Da sehen Sie das hier im Bild. Ich stehe mal gerade auf. Sie sehen hier, der Darm ist ja nicht nur eine Röhre, sondern Sie sehen hier sehr gut hier diese Ringe. Kerkringische Falten heißen die. So, und das ist jetzt mal hier so eine Falte aufgeschnitten. Und auf den Fall, genau wie Sie sagten, Frau Möhig, hat es dann hier so Zotten und Krypten. Also so wie in Norwegen die Fjorde. Ja, das ist schon mal eine Vergrößerung. Und das sehen Sie hier rechts, bis 14-fach wird das dadurch vergrößert. Aber es gibt überall drauf noch so einen Bürstensaum. Sehen Sie das hier? Das nennt sich Mikrovilli. Und das hat es überall hier drauf nochmal. Und dadurch ist die Oberfläche dann nochmal 40-fach vergrößert. Also das ist die komplette Oberfläche dann zwischen dem Essen und dem Darm oder dem Körper. Und wichtig ist, hier hat es natürlich so Zellen dazwischen, weil irgendwie muss ja von hier oben das Essen, muss ja dann hier durchkommen, wenn es verdaut ist, ins Blut. Ja, und das ist so wichtig zu verstehen, wie klein diese Oberfläche ist, also wie groß von der Fläche, aber wie fein diese Struktur ist. Weil manchmal sagt man, ich habe schon mal eine Darmspiegelung gemacht oder so. Und wenn man sich überlegt, was sieht man da eigentlich, dann ist das nur oben in dem Darm selber, ob die Struktur dort, die Grobstruktur stimmt. Was man aber natürlich nicht sehen kann, ist, wie sieht hier diese Feinstruktur eigentlich aus. Genau, und da werden wir heute noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Ja, das ist die, ich sag mal, Logistik. Also wie sieht es aus, wie sieht es im Darm aus, wer lebt da drin? Die zweite Frage, unsere Darmflora. Und wir haben oder auch Mikrobiota genannt, das Mikrobiom. Und es sind fast 2 Kilogramm Darmbakterien, die wir da drin haben. Ja, das ist doch einiges. Also wenn man mal alles rauskratzen würde, so zwischen den Zotten und Mikrovilli und so weiter. Und die Stämme, die wir so haben, jeder von uns, sind so 400 bis 600 verschiedene Stämme von Bakterien. Kennen Sie irgendwelche Bakterien? Schon mal gehört, wie irgendwelchen Namen von Bakterien, die dort leben? Ja, so Lactobacillus. Genau, Lactobacillus, sehr gut. Kleiner Tipp, ist manchmal im Joghurt drin. Bifido. Ja, Bifido. Das sind so 2 Vertreter der guten Bakterien. Dann gibt es aber auch noch eher schlechte Bakterien. Das sind so die Kolibakterien zum Beispiel. Oder es leben auch Pilze im Darm. Manchmal in normalen Mengen und manchmal zu viel. So Candida-Pilz zum Beispiel ist manchmal auch im Darm auffindbar.
Genau. Und jeder hat aber so seinen bakteriellen Fingerabdruck. Also wenn wir so messen würden, kann man uns ja unterscheiden. Aber auch wenn man so die Darmflora testen würde und guckt, okay, wie ist die Zusammensetzung, hat jeder so seine eigene Mischung, sage ich mal. Weil an Arten von Bakterien gibt es bis zu Zehntausende. Aber jeder hat nur so 400 bis 600 verschiedene Stämme. Ja, also es lebt so einiges im Darm. Und das ist auch so wichtig zu verstehen, weil diese Darmbakterien machen ja verschiedene Sachen bei uns. Ja, die haben ja auch ihre Aufgabe und Daseinsberechtigung. Kleines Ökosystem. Ja, sie leben bei uns, helfen uns und wir müssen uns ein bisschen um sie kümmern mit guter Ernährung und können auch die Zusammensetzung beeinflussen. Das ist immer wichtig, wir leben in Symbiose mit ihnen und als Dank sorgen sie für unsere Gesundheit. Wenn Sie jetzt fragen, ja, wie kann denn so ein Bakterium für uns sich um uns kümmern und sorgen? Ich nehme das Beispiel, was Sie eben gebracht haben, die Lactobacillen. Lactobacillen produzieren eine Milchsäure, Laktat, also nicht Laktose, die Milch, den Milchzucker, sondern Laktat, das ist eine Milchsäure. Und das tötet schlechte Keime und Bakterien im Darm ab. Also das ist zum Beispiel, was die Lactobacillen machen. Und so hat jede Bakterienart von dem Guten bestimmte Tätigkeiten und Aufgaben im Darm. Enterokokken zum Beispiel haben wir auch, sind wichtig fürs Immunsystem. Ja, also gerade jetzt wichtig zum Herbst hin, dass wir genügend auch ein starkes Immunsystem haben und eine gute Darmflora, die uns schützen kann. Genau. Das sind unsere Bakterien. Haben Sie da Fragen zu? Oder sind Sie schon mal, ist jemand mit Ihnen schon mal in Bakterien oder da mit dem ganzen Thema schon mal in Kontakt gekommen? Oder schon mal eine Messung gemacht oder so? Vom Darm her? Ja, zum Beispiel zu wenige lösliche Bakterien. Mhm. Wie haben Sie das rausgefunden? Durch eine Stuhlanalyse. Genau. Und das ist nämlich das Gute, man kann wirklich reinschauen und analysieren, wie so die Zusammensetzung der Darmflora ist, weil das sieht man halt nicht bei der Darmspiegelung, sondern gerade bei einer Stuhlanalyse kann man wirklich schauen, ist die Darmflora, die ich habe, ist sie im Ausgleich, wie man das hier auf dem Bild sehen kann, oder im Ungleichgewicht, also hat es zu wenig Gute und vor allen Dingen dann noch wichtiger, welche Schlechten hat es denn noch? Ja, das ist immer das Wichtige. Tipptopp. Gut, das war mal eine ganz kleine Einführung, damit wir so wissen, 2 Kilogramm Bakterien auf 7 Meter Länge und vor allen Dingen noch wichtiger auf 400 Quadratmeter Darmschleimhaut. Und darauf kommen wir gleich immer nochmal wieder zurück bei den einzelnen Beschwerdetypen oder auch Unverträglichkeiten. Also, fangen wir doch mal an. Beschwerdetyp Nummer 1. Ich denke, vom Foto erschließt sich schon ein bisschen, um welches Thema es sich handelt. Also, wie kann es sein, dass es plötzlich ein bisschen riecht? Also Thema Blähung. Und da ist immer wichtig, wenn Sie sich fragen, ich habe manchmal Blähung, wie kann das eigentlich sein? Da ist eigentlich die Ursache Nummer 1, was Sie hier sehen, eine unzureichende Nährstoffspaltung. So, was bedeutet das? Wir essen irgendwas Gemischtes, sagen wir mal Poulet mit Brokkoli, Tomatensauce und ein paar Nudeln mit Gluten. So, wir essen das und dann Verdauung funktioniert ja so mit den Zähnen, je nach Person, machen wir es mehr oder weniger klein. Im Darm kommt es ja erst, wenn das dem Magen passiert hat. Also im Magen geschieht es eigentlich so, dass er das auch nochmal versucht zu zerkleinern und mit der Magensäure, die es gibt, versucht er dann die Eiweiße zu zerkleinern. Das ist so die erste Stufe, wo plötzlich der Körper nicht nur was machen muss im Sinne von physisch, sondern mit Säften, Verdauungssäften. Und das ist das Erste. Viele von uns haben einen Magensäurenmangel. Schon mal jemand über das Thema Magensäure gestolpert? Oder bei seinen eigenen Beschwerden? Oder das Gegenteil, Sodbrennen? Das Gegenteil, um das reduzieren. Und Sodbrennen ist halt eine Sache, da haben wir, ja, eigentlich sagt man immer zu viel Magensäure, oder? Bitte? Oder man sagt ja zu viel, aber ist es zu viel oder ist es am falschen Ort?
Ja, das ist ja das, das Problem ist ja, dass die Magensäure, also wir brauchen ja eigentlich Magensäure. So, das Problem ist nur, wenn dann manchmal so der Mageneingang, wenn das da in dieser Struktur nicht richtig schließen kann, dann geht die Magensäure in die Speiseröhre. Und das ist dann das Sodbrennen. So, aber liegt das dann daran, dass wir zu viel Magensäure produzieren? Oder dass diese Schließstruktur nicht richtig schließt? Ja, und das ist natürlich, dann ist die Frage, ist es etwas, was wie so eine Art, wir nennen das, so eine Hernie, also so ein, wie sagt man auf Deutsch, so ein Bruch, also Bruch ist falsch, ein bisschen schlimm gesagt, aber Sie kennen vielleicht, dass im Prinzip das Gewebe nicht richtig schließen kann. Ja, das ist dann, wir nennen das dann so Bruch, Hernie, und da muss man natürlich dann Magensäurehemmer bekommen, damit nicht so viel Magensäure rauskommt. Aber, und das sehe ich bei vielen, die sagen, ich habe das irgendwie erst seit ein, zwei Jahren oder noch nicht so lange Zeit, wie kann ich denn plötzlich ein Hernie bekommen haben? Wie kann das eigentlich sein? Und da ist es so, und wir haben da viele Patienten, die einfach, und ich mache eigentlich jetzt die ganze Zeit, sitze ich schon so, dass ich es kriegen könnte. Ich setze mich jetzt mal übertrieben schräg. Aber wenn man dann halt viel sitzt oder so, oder auch je nachdem vom Sport her, übertrieben, dass man viel Spannung hier auf diese ganze Struktur bekommt, sehen Sie das, so übertrieben gesprochen, was passiert dann mit der Speiseröhre? Dann haben Sie viel mehr Druck auf der Speiseröhre, sodass dann entweder dieser Magenausgang und die Struktur mit dem, ja, der Speiseröhre, dass das so wie leicht verschoben ist und dadurch dann schneller die Magensäure austritt. Ja? Und das ist die, oft dann die Sache, dass man sagt, okay, dann nehme ich dann Magensäurehemmer, aber man könnte das auch durch Lösen dieser Faszien vor allen Dingen, die dann von hinten, wenn sie hinten so am Kopf anpacken und runterziehen mit dem Daumen, dann ist plötzlich hier so ein, wie sagt man das, so ein Abfall. Sehen Sie das hin? Das fällt dann so richtig steil ab. Und da hinten sitzen diese Faszien dran. Müssen Sie bei sich mal fühlen, wie, wenn Sie da reingehen. Und das zieht dann von hier, die sitzen hier an, gehen hier vorne ran und dann runter an der Speiseröhre vorbei, bis hier. Und wenn da sehr viel Spannung drauf ist, dann kann das dann manchmal auch Sodbrennen auslösen, weil dann einfach alles nicht mehr so richtig sitzt. Kleiner Ausflug. So, und das kann man gut wieder hinbekommen. Aber Magensäuremangel haben eigentlich, wenn man rein statistisch guckt, mehr Leute als zu viel Magensäure. Ja, weil selbst bei denen, die Sodbrennen haben, ist es ja nicht unbedingt zu viel Magensäure, sondern dass es rauskommt. Wie ich eben sagte, am falschen Ort. Und Magensäuremangel, natürlicher Magensäuremangel, führt wozu? Was passiert dann, wenn wir beim Essen nicht genügend Magensäure haben? Was meinen Sie? Das verdaut nicht richtig, oder? Ja, das ist nämlich genau das Problem, dass es die Eiweiße dann schlechter verdaut. Ja, und das ist das, einer der ersten Ursachen, warum es nachher zu Blähungen kommen kann, dass die Eiweiße im Magen dann nicht richtig vorverdaut werden. Ja, das kann entweder auf natürliche Art und Weise sein, dass wir zu wenig Magensäure haben. Zum Beispiel, wenn wir eher gestresst sind oder uns nicht viel Zeit zum Essen nehmen und so, da ist der Körper dann nicht auf Essen, obwohl wir es rein physisch tun, aber da wird dann weniger Magensäure ausgeschüttet, zum Beispiel. Oder, und Sie haben von Tabletten gesprochen, das ist natürlich so, wenn ich dann Magensäurehemmer nehme, habe ich dann konstant zu wenig Magensäure. Und da muss man dann über Zeit einfach gucken, dass die Eiweißverdauung dann trotzdem gut klappt. Ja, das ist immer so der Nachteil. Und das ist so die erste Ursache, wenn Sie sagen, ich habe Blähung, wie kann das sein? Frage, haben Sie genug Magensäure? Was? So, was brauchen wir denn noch zur Verdauung? Jetzt sind wir geht es die Etage tiefer, vom Magen geht es in den Dünndarm. Und im Dünndarm, da geschieht eigentlich die letzte Zerteilung vom Essen, wo das dann resorbiert wird durch die Darmschleimhaut. So, und da gibt es zwei Arten von Verdauungssäften. Die erste, Entschuldigung, ich arbeite hier mit zwei Computern, darum konnten Sie es noch nicht sehen, ist die Gallensäure. Schon mal gehört? Galle, kennt jeder. Galle kommt von der Leber. Leber produziert Galle. Es wird gespeichert in der Gallenblase. Und wenn wir dann etwas essen, was ein bisschen Fett dabei hat, dann wird einfach von der Gallenblase in den Dünndarm Galle abgegeben. So, brauchen wir zur Verdauung von Fett.
Wir hatten ja eben die Magensäure, die brauchen wir zur Verdauung von Eiweiß. Aber Fett in jeder Art und Weise, ob jetzt Olivenöl oder fettiges Fleisch oder anderes Fett, wir brauchen da meistens Galle zu. Schon mal was gehört von Gallensäurenmangel? Wie kann das sein? Irgendjemand schon mal? Haben Sie schon mal jemanden selber oder im Kollegenkreis schon mal gehört, dass bei ihm oder ihr die Gallenblase entfernt wurde? Oder? Und die Gallenblase, jetzt müssen Sie sich vorstellen, also es gibt zwei Fälle von Leuten, die Gallensäurenmangel haben können. Oder drei. Ja, wenn Sie, das sind immer die Leute, ich frage dann immer, ich mache immer eine kostenlose Sprechstunde mit allen Patienten, um zu schauen, was liegt eigentlich vor, können wir was machen oder nicht. Und dann frage ich immer so, wenn Sie mal Verdauungsprobleme bekommen, haben Sie so ein paar Essenssachen in Verdacht? Und dann kommt immer, oh ja, Käsefondue geht gar nicht. Oder Raclette, mal als, oder irgendwie Ente oder Gans, so fettiges Fleisch. Und dann müssen Sie mal fragen, haben Sie eigentlich noch eine Gallenblase? Und dann kommt, nee, die wurde mir vor 5 Jahren rausgenommen. Wie wollen Sie denn dann Fett verdauen? Weil Sie müssen sich fragen, und deswegen ist der Gallensäuremangel noch wichtig, die Leber produziert ständig Gallensäure, die wird dann gesammelt dort. Und wenn dann das Fondue kommt, tut die Leber das Beste, dass dann ganz viel Galle aus der Gallenblase in den Dünndarm kommt. So, wenn jetzt aber die Gallenblase nicht da ist, es wird trotzdem noch Galle produziert, aber Sie können ja nicht so viel aufs Mal abgeben. Verstehen Sie das? Weil ist ja kein Reservoir da. Dann wird einfach produziert und es kommt was rein. Ja, also das ist schon mal eins, wenn Sie sagen, ich habe Verdauungsbeschwerden und keine Gallenblase mehr. Kein Wunder. Dadurch leidet die Fettverdauung. Oder es gibt Leute, die sagen, ja, Moment, ich habe trotzdem Probleme mit diesen fettigen Sachen, habe aber noch eine Gallenblase. Dann muss man sich fragen, ob die Leber genug Zeit hat, Galle zu produzieren. Weil sehr oft ist die Leber auch überlastet mit Entgiften und anderen Tätigkeiten, sodass sie dann manchmal gar nicht nachkommt, genügend Galle zu produzieren. Ja? Und darum, Thema Galle, sehr oft ein Punkt bei der ganzen Diskussion, oh, Fettverdauung ist nicht so gut. Ja, ist die Gallenblase noch da? Oder aber vielleicht hat die Leber einfach mal nicht genug Kapazität, Galle zu produzieren. Das heißt jetzt nicht, dass Sie eine schlechte Leber haben. Viele sagen dann immer, ja, aber komisch, ich habe Probleme mit der Fettverdauung, habe noch eine Gallenblase, aber der Arzt sagt, die Leberwerte im Blut sind alle gut. Ja, ist ja auch super. Ja, heißt ja nicht, dass die Leber kaputt sein muss, weil wenn die Leberwerte im Blut angeben, dann ist sehr oft schon eine, wir sagen das dann so eine Umstrukturierung der Leber, dass das Richtung Fettleber geht oder Leberzirrhose. Wenn die Werte aber normal sind, kann es aber trotzdem sein, dass die Leber sagt, hey, ich habe 24 Stunden am Tag, bin aber mit Entgiften viel mehr beschäftigt, als ich sollte. Und dann kann es sein, sehr oft sein, dass dann die Produktion von Galle zu kurz kommt. Genau. Ja. Nummer 2. Haben Sie dazu Fragen? Aller guten Dinge sind 3. Wissen Sie, was wir noch brauchen? Was gibt es noch für einen Verdauungssaft? Insulin? Fast. Also, Insulin kommt aus der Bauchspeicheldrüse. Das wird abgegeben ins Blut und hilft uns im nächsten Verdauungsschritt. Sehr gut. Aber die Bauchspeicheldrüse, die war nämlich am richtigen Ort, produziert nebst dem Insulin auch Verdauungsenzyme. Und die gehen nicht ins Blut, sondern die werden in den Dünndarm ausgeschüttet. Also die Bauchspeicheldrüse hat sozusagen 2 Aufgaben. Insulin fürs Blut plus Verdauungsenzyme. Und diese Verdauungsenzyme sind für alle Makronutrienten, also für Fett, für Eiweiß und Kohlenhydrate. Also das macht so, und ich habe hier meine Legosteine, müssen Sie sich vorstellen, wenn das jetzt unser Mittagessen ist, ja, die Magensäure macht das schon mal etwas kleiner. Die Gallensäure versucht hier mit den Fetten das kleiner zu machen, aber das hier kriegen Sie nicht durch die Darmschleimhaut. Erst wenn das alles komplett zerkleinert ist, alles komplett, so jetzt, ja, wenn das so in der kleinsten Form ist, das passt dann durch die Darmschleimhaut durch. Vorher nicht.
Ja, und das ist so wichtig, weil wenn das nicht so klein ist, wenn wir zum Beispiel nicht genügend Verdauungsenzyme der Bauchspeicheldrüse haben, kann manchmal sehr oft passieren, ja, dann geht das nicht so klein, wie es hier ist. Was passiert dann? Im Dünndarm kann das nicht resorbiert werden durch die Schleimhaut und es zieht in den Dickdarm. Ja, da sind ja noch 1,5 Meter Dickdarm. Und im Dickdarm wird nur noch eins gemacht, eingedickt, sprich Flüssigkeit rausgezogen. Da wird dann kein Fett, kein Eiweiß, keine Kohlenhydrate mehr aufgenommen. So. Das Essen ist verdaut. Aber wirklich, und das müssen Sie sich jetzt vorstellen, wenn jetzt einer der drei Schritte irgendwo ein Problem gibt, ja, und das Essen nicht komplett aufgenommen wird, dann zieht es in den Dickdarm und dann ist es das Prinzip der grünen Tonne, nenne ich das immer. Sie kennen die grüne Mülltonne für Gartenabfälle? Ja, tun Sie mal was rein und öffnen es mal 4 Tage später. Ja, wie Blähung, oder? Also Fäulnis oder Gärung. Und genau das Gleiche passiert in unserem Dickdarm. Wenn wir Eiweiß und Fett nicht richtig aufnehmen, passiert da eine Gärung oder eine Fäulnis im Dickdarm. Und das ist das, was dann riecht. Das heißt nicht, dass sofort Luft kommen muss, weil bei Blähungen, ich weiß, es ist nicht so ein Thema, über das man so viel redet, aber Sie haben gesagt, wir sind ja unter uns. Das ist dann einfach, je nachdem wo im Dickdarm, kann das sein, dass man gar nicht viel Luft lassen muss, aber dass das einfach aufbläht. Also ich hatte einen jungen Mann, 17 Jahre, der sagte, ich esse, Stunde später habe ich einen Bauch wie 6. Monat schwanger. Ja, oder ich habe auch Frauen, die sagen, also nach dem Essen immer, als wenn ich schon wieder schwanger wäre. Aber dann ziemlich schnelle Schwangerschaft. Und das ist so, da müssen Sie sich vorstellen, dass dann der hier im Dickdarm, im querverlaufenden Dickdarm oder vorher in diesem hochverlaufenden, dass da ganz viel Luft entsteht. Da passieren dann die Gärungsprozesse. Ja, und wo soll die Luft denn hin? Ja, das kann ja dann nur nach vorne. Oder Fall von Sodbrennen, ganz wichtig, das kann dann auch gegen den Magen drücken. Zwerchfell in den Magen. Und dann steht das alles nicht so richtig und dann können wir Sodbrennen kriegen. Ja, oder auch Übelkeit und so. Ja. Und wenn jetzt aber mehr Blähung kommt, also richtig viel Luft, so, und dann sagen sie, ja, aber das ist ja hier oben. Und dann kann auch Durchfall geben. Weil wenn dann so feste bläht, dass dann so viel Luft entsteht, dann schiebt es das, was noch in den nächsten, sagen wir mal, 50 Zentimetern ist, bevor es rausgeht aus dem Körper, schiebt es raus. Ja, das heißt, das ist dann so ein bisschen der Fall Durchfall. Ich komme nachher nochmal drauf. Aber wenn Blähungen zu viel Luft kreieren, kann es auch zu Durchfall kommen. Ja. Und das ist so, wenn Sie sich überlegen, okay, Blähung mit Luftbildung, ohne, ja, das liegt dann hier dran, dass wir es irgendwie das Essen nicht zerkleinern. Was habe ich für Beispiele? Das sind so die klassischen Beispiele. Fettverdauung haben wir besprochen, oder? Also wenn jemand sagt, oh, ich esse fettiger. Und das kann dann auch manchmal sein, ich esse fettiger und kriege dann auch Durchfall, weil dann ja, so viel nicht aufgenommen wird, dass das wirklich dann schnell was passiert. Wir kommen aber nachher noch auf mehr Beispiele vom Durchfall. An der Stelle, den möchte ich jetzt nicht vorweggreifen. Das Einzige hier ist, wir haben über Fett gesprochen und Eiweiß, ja, dass die Verdauung bei einem schief laufen kann. Kohlenhydrate, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ne? Kohlenhydrate, kennen Sie Zucker? Was für Zucker fallen Ihnen so ein, so spontan? Also was für Kohlenhydrate fallen Ihnen so ein? Teigwaren, okay, super. Was noch? Kartoffeln, Brot. Ja, Zucker, genau, normaler Zucker, Reis. Was noch für ein Zucker? Also normaler Zucker, Haushaltszucker? Gibt es noch irgendwie einen Zucker, den Sie... Fruchtzucker. Mhm. Super, Fruchtzucker. Und einer fehlt noch. Milchzucker. Stärke, super. Also, jetzt ordne ich mal alles. Stärke vom Verdauen her ist viele Ballaststoffe, Stärke, wir haben über Kartoffeln gesprochen, Reis etc. Sehr oft nehmen wir diese Sachen nicht auf, wenn es wirklich unverdauliche Ballaststoffe sind. Aber das normalerweise, wenn wir die richtige Darmflora haben, gibt es dann auch keine Blähung. Ja, außer uns fehlt gute Darmflora, dann kann das manchmal auch zur Blähung führen.
So, das ist Stärke. Jetzt haben wir verschiedene Zucker aufgezählt und dann möchte ich mal mit den Teigwaren anfangen. Wenn jemand sagt, ich esse Teigwaren und habe danach immer Probleme. Rein, was ist ein Teigwaren für ein Zucker? Was meinen Sie? Hat der irgendeinen Zucker? Ja, Starch, also Stärke hat, aber es ist eigentlich, es hat keiner eine Perlenkette, doch, Sie haben eine, aber die nehme ich jetzt nicht. Aber Sie müssen sich vorstellen, wie eine lange Perlenkette, ich nehme wieder meine Lego. Also, Sie haben jetzt eine Perlenkette, ich mache jetzt mal so ein Weizenmolekül, also was ja eigentlich Getreide, also Brot oder Nudeln oder so ist, ist ein langes Molekül mit ganz vielen Glucose-Molekülen. Das ist alles Zucker. Schmeckt nicht gleich süß, aber wenn Sie ein Stück Brot ein bisschen länger kauen, dann schmeckt es ja süß, oder? Auch ohne Konfitüre. Also ist im Prinzip Teigwaren und so alles nur nur Glucose. Ja, nebst Ballaststoffen und Stärke. So. Eigentlich dürfen wir dann von der Verdauung von Brot kein Problem haben, weil dieser Zucker. Ja, da sind wir hier wieder bei diesen Verdauungsenzymen. Der wird im Mund, gibt es so ein paar Enzyme, Amylase genannt, wird schon grob zerteilt. Und im Dünndarm wird er dann komplett zerteilt, so wie ich das hier wieder mit den Legosteinen gemacht habe, von den Verdauungsenzymen, die von der Bauchspeicheldrüse kommen. Und Zucker dann aufzunehmen, das geht nie schief, also so gut wie nie, dieser Zucker aus Getreide. So, und jetzt mache ich einfach eine kleine, wie soll ich sagen, kleine Ergänzung. Es gibt aber dann trotzdem Leute, die dann Probleme haben mit dem Verdauen von Teigwaren oder Brot oder Getreide. Und das liegt dann am Gluten. Was ist denn das für ein komischer Zucker? Haben Sie eine Idee? Gluten? Haben Sie schon gehört? Glutenzucker? Ist das ein Zucker? Genau. Also ein Kleber, oder? Kleber, genau. Das ist nämlich das Spannende. Also das Spannende, es ist ja kein Zucker, weil den Zucker vom Getreide, das ist die Hauptsubstanz eigentlich, die Glucose, die können wir immer gut aufnehmen. Jetzt hat aber so ein Getreide auch Gluten und Gluten ist das Eiweiß. Ja, jedes Lebensmittel hat ja Fett, Zucker, Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. Und Gluten ist das sogenannte Klebeeiweiß. So merke ich mir das immer. Ja, Klebeeiweiß. Damit das auch verhebt. Ja, nicht viel, aber es hat dann doch einiges drin. Also das meiste ist Glucose. Wenn Sie mal auf Teigwaren gucken, wie viel Eiweiß ist da drin, wie viel Zucker, wie viel Fett. Na, da ist nicht viel Fett drin und ein bisschen Eiweiß. Und das ist fast ausschließlich das Gluten. Und jetzt gibt es Leute, ich mache das jetzt ein bisschen größer, diese Steine, weil Zucker ist einfach. Das ist ja nur Glucose. Bei dem Getreide. Das war einfach zu verdauen. Diese Eiweiße sehen komplexer aus. Sehen Sie das? Das ist jetzt hier so ein, machen wir das mal richtig komplex, sagen wir mal so ein Vierer oder noch länger. Oder das ist eigentlich noch länger, aber ich habe jetzt meiner Nichte nicht noch mehr Legosteine klauen können. Also ich habe hier nur die paar. Ein langes Molekül, was zerkleinert wird. Und jetzt kommen wir auf das Gluten. Es gibt jetzt verschiedene Fälle mit Gluten. Also ich hoffe, dass Sie das auch interessiert, oder? Ist das gut? Mhm. Ja? Dann erkläre ich es für alle. Ich frage nur. Also, es gibt verschiedene Probleme. Entweder bei einigen wird das nicht komplett verdaut und zerkleinert. Ja, dann hat das Gluten am Ende noch so eine Struktur. Ich mache das mit noch drei Stück am Ende. So, und das kann dann eine sogenannte Unverträglichkeit auslösen, weil der Körper diese Struktur nicht kennt. Die Leute können das nicht zerkleinern. Dann gibt es zwar keine Blähung, aber einfach eine Unverträglichkeitsreaktion. Also es gibt Leute, ich kenne jemanden, die kriegt immer Hautausschlag zum Beispiel. Ja? Andere kriegen von dem Pickel oder haben Leberprobleme oder so. Also das kann wirklich eine Unverträglichkeit sein, eine Glutenunverträglichkeit. Das ist, weil sie das nicht richtig aufspalten und das ärgert dann den Körper. Ja? Blähung macht es in den seltensten Fällen. Wenn Sie sagen, ich kriege vom Getreide, vom Brot immer Blähung, dann liegt es nicht an dem Gluten, sondern dann liegt es daran, dass man zum Beispiel zu viele Kolibakterien hat und die können Blähung machen bei Getreide.
Und das liegt an der Stärke am Starch. Also daran liegt das dann. Ja? Darum, das ist immer so kompliziert mit dem Essen. Man muss einfach nur wirklich wie Sherlock Holmes fragen, wo liegt es denn dran? Oder was für ein Problem habe ich? Das ist das Erste, also Unverträglichkeit. Kann man das messen? Ja, das frage ich mich. Also, diese Unverträglichkeit, von der ich jetzt sprach, kann man messen im Urin. Es gibt so einen Gliadin-Test im Urin. Da kann man diese Unverträglichkeit, von der ich spreche, dass man diese Dreierkombination nicht teilen kann und die dann irgendwelche anderen Probleme macht im Körper, kann man im Urin messen. Das mache ich mit Patienten auch. Ich arbeite mit einem komplementärmedizinischen Labor zusammen. Da kann man das testen. Das ist die sogenannte Glutenunverträglichkeit. Ja, Urin oder Atemgas. Da muss man gucken, was dann gerade passt. Jetzt kann man aber auch einige sagen, ja, mein Arzt hat das mal im Stuhl gemessen. Es gibt jetzt noch eine andere Form von Glutenunverträglichkeit. Das ist dann, dass der Körper dagegen Antikörper bildet. Das ist wie bei der Zöliakie. Es geht so in die Richtung. Da kann man dann im Stuhl Antikörper nachweisen gegen Gluten. Ja, das kann man auch machen. Und da ist es so, dass dieses Stück ins Blut geht und dann sagt der Körper, ui, das ist ja eine komische Struktur hier, das ist ein Feind, den kenne ich nicht. Wissen Sie, wenn der zerkleinert gewesen wäre, dann sagt der Körper, ach klar kenne ich das Getreide, ich meine, das gibt schon wie viele tausend Jahre, sagen wir mal 10.000 Jahre, da gibt es doch keine Immunabwehr gegen, oder? Warum? So seit 10.000 Jahren Freund des Menschen. Aber wenn man es dann mal nicht richtig verdaut, dann sieht das so komisch aus und dann sagt der Körper, Feind, Antikörper bilden und das sieht man im Stuhl. Das kann man im Stuhl testen und dann kann es halt unterschiedliche Probleme geben, dass man mal Durchfall bekommt davon oder auch sogar, und das ist der Fall, wenn man eine Zöliakie hat, dann wird sogar der Körper die Darmschleimhaut angreifen und diese Zotten, die wir auf dem Bild gesehen haben, auch kaputt machen. Kann man alles testen. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Und das ist über Gluten. Und das liegt, ich hoffe jetzt, um diese Klammer, die ich gerade eröffnet habe, zu schließen, das liegt dann an der Eiweißunverträglichkeit vom Getreide. Ja, am Gluten. Und dann gibt es auch eine dritte Form mit Gluten. Aller guten Dinge sind drei. Haben Sie schon mal jemand was von der Weizenallergie gehört? Das gibt es auch noch. Das ist eine andere Form. Ich esse ein Brötchen oder ein Gipfeli, was ich da eben hatte, und eine halbe Stunde später muss ich niesen. Und das ist dann eine Weizenallergie. Ja, das ist eine richtige allergische Reaktion. Genau. Das kann man dann messen durch Frage der Messbarkeit. Das kann man im Blut dann messen. Das sogenannte IgE-Tests. Da kann man dann messen, so Allergietests oder es gibt auch schon mal so Pricktests und so weiter. Da kann man dann messen, ob man gegen Weizen allergisch ist. Genau. Also viele Testmöglichkeiten, aber darum verbringe ich auch mal so viel Zeit. Sie sehen gerade, ich kann stundenlang drüber reden. mit meinen Patienten, weil man kann sowas nicht in 5 Minuten abhaken. Die können nicht kommen und sagen, das ist ja meistens so 5 bis 10 Minuten, dann alles, ist es jetzt das oder das oder das. Man muss sich schon wirklich Zeit nehmen, zu sehen, ist es das Problem, was wir uns gerade angeschaut haben, unzureichende Nährstoffspaltung oder ist es ein anderes Problem? Ja, und das kann man alles testen, herausfinden und dann verbessern. Genau. Ich habe noch eine kleine Sache vergessen. Da hat keiner, Sie hatten eben Fructose gesagt und jemand hatte noch Laktose gesagt. Und da möchte ich nur ganz, ganz kurz erklären, hat jemand eine Laktose? Intoleranz oder Fructoseintoleranz? Irgendjemand von Ihnen? Ganz kurz, damit Sie wissen, was das eigentlich ist. Das ist, ich trinke ein Glas Milch und kriege dann Blähungen. Warum? Milchzucker, Laktose ist ein Zweiermolekül. Hat ein Molekül Galaktose, sehr unbekannt, und eins, das heißt Glucose. Damit wir das aber hier, wie ich das jetzt hier mache, zerteilen können und durch die Darmschleimhaut aufnehmen, brauchen wir ein Enzym, Verdauungsenzym, das da heißt Laktase. So einfach. Und wenn ich Laktase habe, kann ich es aufteilen und es geht durch die Darmschleimhaut. Wenn ich keine Laktase habe oder nicht genügend, dann wird dieses Milchzucker nicht im Dünndarm absorbiert, zieht in den Dickdarm,
So, jetzt sind wir wieder beim Prinzip grüne Tonne. Dann kommt die Gärung. Und dann kriegt man zum Beispiel auch Durchfall. Also je nachdem, wie viel Laktose oder Fructose man gegessen hat. Ja, also bei meiner Freundin oder Frau ist es so, wenn die dann ein Glas Milch trinken würde, die hat dann eine halbe Stunde später so einen Durchfall. Ganz schlimm. Also das kann zum Beispiel auch Durchfall machen. Oder man trinkt, den Fehler habe ich mal einmal gemacht, wir sind schön wandern gegangen und ich hatte so einen Durst und ich liebe Süßmoscht. So richtigen Süßmoscht. Jetzt nicht den, also den guten. So, und da habe dann irgendwie 2 Gläser getrunken. Ich habe so einen Durchfall gehabt. Weil in Süßmoscht, da hat es ja Saft, also hauptsächlich Apfel, aber auch ein bisschen Birnensaft. Und mega viel Fructose hat es da drin. Ja, sehr viel Fructose. Und jetzt ist es so, Fructose ist ein Einfachzucker, aber nicht so einfach zu absorbieren im Dünndarm. Ja, das heißt, ich habe jetzt keine Fructoseunverträglichkeit, aber wenn ich 2 Gläser Süßmoscht aufs Mal trinke, dann schafft mein Körper das nicht, die Fructose, die da drin ist, in den Dünndarm zu kriegen. Also da raus in den Darm zu kriegen. Das geht nicht zeitlich. Das ist zu viel aufs Mal. Ja, das passiert auch, wenn ich irgendwie eine halbe Pappschachtel Zwetschgen esse oder Kirschen. Kennen Sie bestimmt. Direkt vom Bauern, diese schönen Kartons. Halbe Schachtel Zwetschgen hat man ja schnell gegessen. Also da kriege ich dann auch Durchfall. Ich ärgere mich dann hinterher immer. Das geht einfach in dieser Zeit. Das ist zu viel Fructose aufs Mal. Dann geht das nicht durch die Darmschleimhaut. Weil die braucht so eine Art Transporter. Ja, die brauchen mal eine Transporteinrichtung. Und das ist, wenn da eine Schlange ist an der Kasse. Ja, dann ist das bei dann... Wir warten an der Kasse, auch wenn eine Schlange ist. Aber im Dünndarm ist es so, wenn das dann nicht durchgeht, weil dann Stau ist, geht es in den Dickdarm und das macht dann auch Durchfälle relativ schnell nach dem Essen. Ja, weil das dann so gärt plötzlich, dann schiebt es raus. Und Fructose, man sagt ja immer, Früchte sind doch gesund, wie kann das Probleme machen? Aber nicht jeder von uns kann halt die Fructose gleich gut aufnehmen. Und es gibt wirklich Leute, die können sagen, ich esse einen Apfel und habe dann schon Durchfall oder Blähung, weil sie einfach Fructoseunverträglichkeit haben. So, und das kann man nachweisen, wenn Sie jetzt schon denken, ja, wie finde ich denn das raus? Weil ich finde es immer wichtig zu wissen, habe ich es oder habe ich es nicht? Das kann man einerseits im Stuhltest sehen. Es gibt die erste Indikation im Stuhltest. Ja, ich mache das viel mit meinen Patienten. Wir sehen dann, wie ist denn der Zucker im Stuhl? Und dann sehen wir, oh, der ist hoch. Jetzt müssen wir rausfinden, welcher Zucker ist es? Und dann testet man entweder und sagt, ich trinke mal ein Glas Süßmoscht und gucke mal, was passiert. Oder man kann das auch im Atemgas nachweisen. Also man trinkt etwas und dann macht man so einen Atemgastest und da kann man das dann wirklich ganz, ganz detailliert nachweisen. Wie stark hat man denn eine Laktoseunverträglichkeit oder Fructoseunverträglichkeit? Genau. Aber Sie sehen, Thema Durchfall, da muss man dann wirklich genau gucken. Wir haben jetzt schon 3 Gründe gesehen. Laktose, Fructose oder Fettverdauungsprobleme oder zu wenig Magensäure. Ja, das ist dann wirklich da, wo man analysieren muss, aber man kann es rausfinden. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr darüber gesprochen. Ich hoffe, das haben Sie noch Fragen zu den Blähungen. Ne? Gut, super. Also ich habe noch was Kurzes vorbereitet. Also es ist immer, für mich ist immer das Wichtigste, wirklich herauszufinden, was hat man. Wenn man es dann weiß, muss man gucken, warum zum Beispiel produziert die Leber nicht genug Galle. Vielleicht kennen Sie das, Artischocken. Manchmal gibt es so im Reformhaus so Artischockensaft oder sowas. Oder Chinach, also alle Aperitive, die bitter sind, oder ein Appenzeller. Ich meine jetzt nicht den Käse, sondern den zum Trinken. Das sind alles Sachen, oder auch Kräuter, Löwenzahn, Wasabi etc., die können die Leber anregen, mehr Galle zu produzieren. Ja, wenn es dann die Leber das Problem ist. Ja, und deswegen, aber ich wollte Ihnen nur mal sagen, wenn Sie sagen, ja Mist, jetzt finden Sie das mit mir zusammen raus, was machen wir jetzt? Kein Fett mehr essen? Nee. Wir müssen gucken, warum macht die Leber das? Und vor allen Dingen, welche natürlichen Stoffe können dann vorher helfen, dass wir das doch verdauen können. Ja, also ich liebe ja Käsefondue und ich nehme dann immer sehr viele Kräuter in Form von Kapseln vor dem Essen und verdaue das Käsefondue halt dann einfacher. Oder hier, Sie sehen rechts die Zitrone. Zitrone vorm Essen produziert, dadurch produzieren wir mehr Magensäure.
wie wir eben gesehen haben, ist ja auch wichtig. Gut. Nächstes Thema. Ich zeige wieder ein Bild. Achtung. Also, es geht jetzt um das Thema Durchfall. So, Durchfall. Wir haben ja eben schon ein paar Sachen gesehen, weshalb man Durchfall kriegen kann. Aber sehr häufig ist es auch so, dass wir Durchfall bekommen, wenn wir entweder einen Mangel haben an guten Darmbakterien. Ja, das kann manchmal auch Durchfälle generieren, weil zum Beispiel die Bifidobakterien helfen uns, dass wir gut verdauen und Nährstoffe aufnehmen. Wenn wir das, habe ich Ihnen eben gezeigt, nicht gut aufnehmen, es weiterzieht, kann es zu Blähungen und Durchfall kommen. Noch häufigere Ursache allerdings, dass wir Durchfall bekommen, das ist so das Thema Nummer eins eigentlich, sind schlechte Darmbakterien. Sie sehen hier unten mal ein Bild, links blau, das ist, wenn die Darmflora richtig schön gut ist und alles, ich sag mal, alle 2 Kilo mit guten Bakterien gefüllt sind. Jetzt kann es aber kommen, Sie sehen das mit dem Roten, da sieht man die Darmschleimhaut plötzlich, wenn dann Vorkommnisse waren, dass wir weniger gute Darmbakterien haben. Nummer eins ist sehr oft Antibiotika, 3 bis 5 Tage, da haben wir dann schon die nächsten 3 Monate eigentlich zu wenig gute Darmflora. Ja, oder auch Schmerzmittel oder auch über lange Zeit die Magensäureblocker. Ja, das sind so von den Medikamenten her Sachen, wo wir dann sehr oft auch eine schlechtere Darmflora bekommen, eine reduzierte. Und dann hat es natürlich Zeit, Sie sehen das rechts hier unten, da hat sich irgendwie so was Gelbes angesiedelt, dass sich dann schlechte Bakterien ausbreiten, weil die haben ja dann Platz. Und wenn wir dann zusätzlich noch schlecht verdauen, können sich die schlechten Bakterien auch immer mehr und mehr vermehren. In diesem Bild hier sehen Sie, hier ist das schon ziemlich zugewuchert. Und schlechte Bakterien, wirklich, wenn man sich anguckt, so die Nummer eins, so wenn man guckt, was ist denn das an erster Stelle, sind die sogenannten Clostridien, nennt man diese Bakterien. Und diese Clostridien in zu hohem Maße, die können Durchfälle machen. Entweder, es gibt, vielleicht haben Sie schon mal gehört, jemand sagt, ich habe fast täglich Durchfall. Das kann dann teilweise von diesen Clostridien kommen. Die verstoffwechseln dann schlecht Essen, was wir nicht richtig aufgenommen haben und machen dadurch Durchfall. Ja, das können Clostridien sein. Es können aber auch, wir haben eben über den Fall Getreide gesprochen, wenn es nicht am Gluten liegt. Wenn wir zu viele Kolibakterien haben, also aus der Familie Escherichia coli, und wir essen viel Getreide und dann machen die halt aus der ganzen Stärke Blähung und dann auch Durchfall. Und das ist gerade, wenn man sagt, ich habe eine große Mahlzeit gehabt, es war kaum Fett drin, an der Leber kann es nicht liegen, es war vielleicht viel Brot oder viel Getreide, dann können diese Clostridien, diese Kolibakterien daraus auch Blähung und Durchfall machen. Ja, das ist auch so gerade auch ein ziemlicher Krankenhauskeim. Ich hatte meine ältere Dame, die Tochter war ganz verzweifelt. Die Mutter musste mal 2 Wochen in Altenheim zur Pflege, kam danach nach Hause, hatte dann nur noch Durchfall. Und dann haben wir mal eine Stuhlanalyse gemacht und die hatte sich sogenannte Krankenhauskeime, also jetzt im Altenheim, aber eingefangen gehabt. Und die haben wirklich Durchfall gemacht aller Zeit. Das war dann Teil der Kolibakterienfamilie. Genau. Also schlechte Bakterien und das findet man in der Stuhlanalyse gut raus, also was man da hat. Was gibt es noch an schlechten Sachen? Pilze. Ja, und das ist eigentlich das Bild, was Sie hier rechts sehen. Ja, da haben sich so Hefepilze vermehrt. Ja, das können Hefepilze, also aus dem Bereich, aus der Gattung von Candida-Pilzen sein zum Beispiel, oder auch andere Hefepilze oder Schimmelpilze. So, und die können auch teilweise Durchfälle machen. Und wissen Sie, was Pilze lieben? Welche Zutat? Zucker. Genau. Und Pilze lieben Zucker und bilden daraus, und das ist noch fies, Fuselalkohole. Ja. Also kein richtig, also Alkohol, aber wir sagen Fusel, weil das ist jetzt kein guter Alkohol, sondern Ethanol oder Methanol, wie die heißen. Das sind dann schlechte Alkohole. Wo gehen die hin? Wenn die im Darm gebildet werden? Einmal als einmal Blähung können das sein, aber auch, da ist auch Alkohol drin, der geht durch die Darmschleimhaut ins Blut und belastet die Leber.
Und wenn du dann irgendwas viel essen mit viel Zucker oder Getreide, haben wir eben gesehen, ist ja auch nur Glukose, dann wird viel Alkohol gebildet. Könnte man einen Bluttest machen danach. Ja, und das ist wirklich die Pilze, gerade das Thema Leberprobleme oder Blähungen, wie kann das sein? Ich mache in den Stuhltest immer, teste ich auch auf Pilze, weil das ist sozusagen wie so die eigene Intoxifikation, weil die Pilze machen dann wieder Alkohole, die gehen alle zur Leber, die Leber muss wieder mehr entgiften und leidet und dadurch verdauen wir schlechter. Ja, oft ist man auch eher müde oder so und abgeschlagen, weil die Leber natürlich drunter mehr arbeiten muss. Und das ist ein großes Gebiet, was dann auch zur Darmfehlbesiedlung gehört. Genau, was habe ich noch? Ich hatte jetzt zwei Patienten in den letzten Wochen gehabt, die hatten Candida albicans als Pilzart. Für die Damen schon mal gehört, Candida albicans. Das ist der Vaginalpilz. Und das passte auch bei beiden. Die sagten, darum bin ich ja eigentlich nicht bei Ihnen. Die waren bei mir wegen Verdauungsbeschwerden und Müdigkeit und meinten, habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt, aber ich habe so 3-4 Mal im Jahr immer wieder Vaginalpilz. Und ich kriege es nicht weg. Er sagt, ich kann ja auch nicht weggehen, weil wenn im Darm so viel Candida albicans ist, das ist ja dann immer wieder die Ansteckungsquelle, dass wir dann Vaginalpilz bekommen. Ja, weil oft gibt es von der Schulmedizin nur einen Tag eine Tablette gegen den Pilz, was dann kurzfristig hilft. Aber man müsste es dann schon längere Zeit nehmen und vor allen Dingen sehen, dass wir den auch im Darm wegbekommen. Und da ist es dann mit einer Tablette oder 5 Tabletten nicht getan. Genau. Ja, das ist die Darmfehlbesiedlung. Quelle für Durchfall, für Blähung. Und das kann man eigentlich am einfachsten rausfinden und auch am einfachsten wieder wegbekommen. Ich sag mal, ich zeige Ihnen mal hier so ein Bild, das jetzt mal vereinfacht, so ein Stuhltest. Da kann man dann sehen, hat es Pilze, hier in diesem Fall nicht. Ganz links sehen Sie, bei diesem Fall hat es Fäulnisflora, also Bakterien, die Fäulnis machen können, vor allem die Colibakterien. Und was es auch zu viel hat, sind histaminbildende Bakterien und in diesem Fall Clostridien waren das. Also das ist jetzt mal die Zusammenfassung und die Stuhltests haben dann immer 1 bis 2 Seiten noch an Details, dass man wirklich sieht, welche Bakterienart steckt denn hinter denen. Wir sprachen anfangs noch über Lactobacillen, die fehlen oder so. Das sieht man dann hier, protektive Säuerungsflora, zu wenig in diesem Fall. Ja, und weil die kann ja das schützen. Wir sprachen ja sehr oft über dieses Gleichgewicht, was es geben kann. Und wenn wir eine gute Darmflora und ausreichend haben, gibt es normalerweise gar nicht die Möglichkeit, dass sich die Schlechten zu sehr ausbreiten können. Also versucht das in den Schach zu halten. Genau. Ja, so einfach kann man das rausfinden. Genau, und dann, wie kommen wir wieder zum Wohlfühldarm? Ausgewogene Darmflora. Und da kommt es natürlich immer auf den Befund an, weil Sie können sich vorstellen, wenn wir jetzt nur als Befund haben, zu wenig Lactobacillen, aber keine schlechten Bakterien und keine Pilze, muss man einfach nur die guten Bakterien wieder auffüllen. Wenn wir aber herausfinden, es hat aber auch Clostridien oder andere schlechte Bakterien, dann muss natürlich immer die erste Phase sein, eine Art der Reinigung auf sanfte Art und Weise. Ja, weil die wollen die Sachen ja auch loswerden. Ja, und danach gute Darmbakterien. Oder dritter Fall, was habe ich Ihnen gezeigt? Die Pilze, was haben wir gesagt, was lieben die? Zucker. So, dann ist natürlich, und bei Pilzen habe ich gute Erfahrungen gemacht, 3 Monate lang, excuse für den Zug, sind hier die Güterzüge, ich glaube, vielleicht haben wir wieder 1/4 Stunde Ruhe, kann ich einen Schluck trinken, ist vorbei. Also, bei Pilzen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man die wirklich findet, dass wir so über 3 Monate die wieder wegbekommen, weil da ist es natürlich vom Essen her einfach wichtig, die Zucker sehr stark zu reduzieren und auch das Getreide. Und andererseits, die lieben Zucker, hassen Kräuter. Wenn man das, es gibt da hochdosierte Kräuterpräparate, womit man die eigentlich auch gut in Schach kriegt. Also das ist aber nur dann notwendig, wenn man Pilze hat. Also dieser Zuckerverzicht oder Getreideverzicht, was ja noch schlimmer ist, oder auswirkender ist, den braucht man nur wirklich bei Pilzen. Genau. Und dann 3-4 Monate ist es eigentlich immer wieder gut. Dafür muss man einfach wissen, was man hat. Und dadurch klappt das dann eigentlich ganz gut.
Haben Sie noch Fragen? Das waren so die ersten zwei Themen. Oder möchten Sie einen Schluck Wasser? Wir können auch gerne mal eine kurze Pause machen, wenn jemand ein Glas Wasser möchte oder so. Haben noch? Möchten Sie ein Glas Wasser? Gut. Perfekt. Okay, dann geht's weiter. Also ich trinke einen Schluck. So, Gehirnnebel. Da finde ich das englische Wort Brain Fog irgendwie besser. Also manchmal essen sie was und hinterher, ich habe viele Patienten, die sagen, ich verstehe es, ich bin eigentlich müde den ganzen Tag, dann esse ich was, kriege Energie, also da kommt die Energie rein, aber nach dem Essen bin ich müde. Ziemlich müde. Nicht mal kurz 5 Minuten, sondern eigentlich habe ich nach dem Essen noch weniger Energie als vorher. Wie kann denn das eigentlich sein? Wie kann man so einen Brain Fog haben? Also wie kann ich einfach so müde sein danach? Und das schauen wir uns mal an, denn das liegt an der Darmschleimhaut. Ja, das ist so das Thema, was noch fehlt, weil wir haben uns eben angeguckt, Bakterien und Verdauung. Hier geht es um die Darmschleimhaut. Auf Englisch der Ausdruck leaky gut, also löchriger Darm. Ja, Sie sehen ein kleines Bild, das ist jetzt nicht die Darmschleimhaut, aber Sie müssen sich vorstellen, dass die Schleimhaut wie so permeabel wird, also so kleine Mini-Löcher sind und da kommen dann Sachen durch ins Blut, durch die wir müde werden. Ja, Sie sehen das hier nochmal in diesem Bild. Sie erinnern sich hier diese Mikrostruktur hier, wo Sie diese Mikrovilli haben und diese zwei Körperzellen. Wir reden über diese kleine Einheit, weil da ist ja die Stelle, wo das Essen, wo alles dann reinkommen kann. Ja. Und das ist nochmal vergrößert geteilt. Sie sehen links diese Körperzellen. Ja, hier diese Körperzellen. Und hier hat es eine Schleuse. Und die Schleuse dient dazu, dass wenn Essen verdaut ist, hier unten ins Blut kann. Wäre ja auch sinnvoll, warum essen wir sonst? Ja. Und hier hat es gute Darmbakterien in der blauen Zone. Und oben im Gelben, da sind schädliche Keime. Ja, und eigentlich ja ganz gut geschützt. Und so läuft das normalerweise. Und bei dem Bild kann ich Ihnen jetzt auch noch mal kurz zeigen, was ich im ersten Teil sagte mit den Blähungen. Wenn ich jetzt hier wieder mein Essen nehme, da, was nicht ganz verdaut ist, wenn das noch so ein Zweierstück ist, passt das da nicht durch. Ja, darum habe ich eben immer gesagt, das wird nicht durch die Darmschleimhaut absorbiert, sondern zieht weiter in den Dünndarm, in den Dickdarm. Ja, das ist genau hier. Und diese Zelle, man nennt hier diese, ja, es ist so ähnlich wie so Türen, ja, die wie so Schleusen. Da steht auch immer eine Immunzelle und die guckt, ui, ist da irgendwas Schlechtes auf der anderen Seite? Das lasse ich nicht durch. Eigentlich ein gutes System. Und gerade auch in Zeiten vom Herbst mit Immunschutz ist es wichtig, dass diese Schleusen gut funktionieren, dass Sachen nicht durchkommen können. Ja, so funktioniert das normalerweise. Und wenn wir, soweit gut? Ja, das sind diese Schleusen. Und wenn wir jetzt sagen, wie können denn da Löcher sein? Sehen Sie das in dem rechten Bild. Sie sehen hier, da ist so eine Schleuse offen. Ja, und da ist sie weg. Und das ist dann dieser löchrige Darm. Sie müssen sich vorstellen, jetzt können... Das sind diese großen Pustel hier. Jetzt können die durch, das sind zum Beispiel Immunzellen, ins Blut. Ja, und im Blut, was passiert da? Da kommt das Immunsystem und kämpft dagegen. Werden sie deswegen krank? Nö. Ist ja super, weil wir haben ja Immunzellen im Blut auf der anderen Seite. Was aber passiert, ist Folgendes. Sie müssen sich vorstellen, sie essen was, verdauen das, es geht hier durch und dann kommen aber die ganzen Erreger mit durch. Und dann sagt das Immunsystem nach dem Essen, hey, jetzt gibst du mir wieder Arbeit. Und das merken wir als Energieverlust. Das ist wie so eine Mini-Erkältung. Oder wenn Sie mal richtig erkältet sind, sind Sie ja auch mega müde, oder? Ja? Oder wenn man eine Grippe hat, noch schlimmer. Und das ist wie so eine Mini-Erkältung. Dass wir essen, wir bekommen Keime in den Darm, ja, und dann muss das Immunsystem arbeiten und dann sind wir plötzlich müder. Nach dem Essen, obwohl wir was gegessen haben. Ja, muss der Körper dann einfach mehr arbeiten. Und das erklärt so diese Müdigkeit dann nach dem Essen. Ja, und das habe ich wirklich sehr viel. Also weil dann sagen Leute, ich verstehe es nicht. Auch irgendwie nehme ich die Sachen nicht so richtig auf. Ja, also das ist gerade so der Fall, wenn jemand sagt, ich esse ausgewogen, also
oder vernünftig, wie man immer so schön sagt. Aber trotzdem merke ich, ich habe nicht genug Energie oder ich nehme bestimmte Nährstoffe nicht auf. Ich habe immer wieder einen Mangel an dem und dem. Weil wenn das hier so löchrig ist, kommt trotzdem nicht immer alles rein, was reinkommen sollte. Ja, also darum, und hier, das ist hier der Fall, wo das so rot ist, das ist dann der Fall der Entzündung. Darum ist es auch rot. Es kann sich dann auch manchmal die Darmschleimhaut auch entzünden. Ja. Und das ist so dieses, wie soll ich sagen, auf dieser Mikroebene, und wenn jemand sagt, ja, aber bei der Darmspiegelung wurde nichts gefunden, kann ich dann einen löchrigen Darm haben? Auf jeden Fall. Weil wir sehen ja bei der Spiegelung nicht auf diesem Niveau runter, weil Sie haben ja eben, ich gehe nochmal das Bild zurück. Moment. Was wir bei der Spiegelung sehen, ist ja auf dieser Ebene hier, ist da alles okay oder nicht? Aber ich kann nicht sehen, auf dieser Mini-Struktur ist da alles okay. Ja? Und das wiederum können wir dann, also diese Probleme der Durchlässigkeit oder der Entzündung, das können wir dann in der Stuhlanalyse sehen. Ja, und das sind dann diese Werte, da mache ich immer sehr umfassende Stuhlanalysen, weil da kann man dann wirklich sehen, in den Werten der Darmschleimhaut, dieses Alpha-1-Antitrypsin, Sie sehen hier, der Wert ist zu hoch. Damit misst man, ist die Darmschleimhaut löchrig. So einfach. Das ist das Schöne. Ja, man sieht ja bei der Spiegelung nichts und viele kommen und sagen, ja, ich habe so eine Darmspiegelung gemacht, ich habe gute Darmbakterien genommen, aber irgendwie habe ich trotzdem noch Probleme. Dann muss man sich fragen, habe ich mir denn alles angeguckt überhaupt? Oder fehlt noch was? Das ist wie so ein großer Flickenteppich. Und dadurch kann man das gut rausfinden. Und dann das andere, dieses Calprotectin, was ich hier noch mit draufgenommen habe, das misst, ob der Darm entzündet ist. Das ist zum Beispiel der einzige Wert, dieses Calprotectin, dieser Entzündungswert, den ein Schulmediziner misst im Stuhl. Also ich habe eine sehr gute Hausärztin, mit der ich mich immer austausche und sie sagt immer, ich mache auch Stuhltests. Und sage ich, was messen Sie denn? Ich messe nur das Calprotectin und ob Blut ist im Stuhl. Und ich sagte, ja, warum nicht mehr? Ja, kenne ich jetzt nicht so und es gibt da ja auch keine Medikamente. Und darum, der schulmedizinische Stuhlanalyse ist immer, gibt es eine Entzündung oder Blut, weil das ist natürlich, und darum finde ich es auch gut, dass es ab und zu mal gemacht wird, ein Warnhinweis auf, vielleicht ist irgendwie was Schlimmeres im Darm, wie Divertikulitis oder auch Darmkrebs oder so. Ja? Aber diesen löchrigen Darm, der ja den Großteil der Probleme machen kann, den wir haben, unsere Verdauungsbeschwerden, den kann man im Stuhl eigentlich einfach nachweisen. Ja, über dieses Alpha-1-Antitrypsin. Ja. Und wenn man es dann weiß, ja, gerne. Ja, sehr gut, genau. Wenn man es dann weiß, wie sagt man so schön? Verflixt und zugenäht. Also, ich sag mal, im übertragenen Sinne muss man es dann zunähen. Aber das macht man natürlich nicht mit Nadel und Faden, sondern man kann das mit folgenden Strukturen machen. Sie müssen sich vorstellen, mit hochdosiert Zink und L-Glutamin. Ja, das sind zwei natürliche Substanzen, mit denen man wirklich diese Schleusen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, wieder zubekommen kann. Ja, das sind so zwei Präparate. Und auch je nachdem, was man so isst, macht es manchmal dann auch Sinn, bestimmte Lebensmittel mal zu reduzieren. Nicht auf null, aber mal zu reduzieren. Also wenn man manchmal googelt, löchriger Darm, Ursachen. Ja, was findet man da? Wir haben schon viel über Medikamente gesprochen. Klar, Schmerzmittel, Antibiotika können diese Schleusen kaputt machen. Aber auch bestimmte Nahrungsmittel in sehr hoher Dosis. Also Stress habe ich noch vergessen, excuse. Also Medikamente, Stress macht auch diese Schleusen auf, lange Zeit chronischer Stress. Wenn dann nach 3 Monaten der Stress weg ist, sind die leider nicht immer gleich zu wieder. Ja, also man kann auch, wenn der Stress nach langer Zeit dann weg ist, immer noch die Löcher haben. Aber drittens, Nahrungsmittel, die das den löchrigen Darm auch machen können, sind wir wieder bei Ihrem Punkt, mit dem Gluten, viel Gluten, also viel Getreide, kann auch einen löchrigen Darm machen. Weil das Gluten, das Klebeeiweiß, hat auch so Substanzen, wir nennen das Antinährstoffe,
oder auf Englisch finde ich es besser, Anti-Nutrients, die diese Schleusen, diese Struktur kaputt machen können. Ja? Und nebst dem Getreide gehört da auch Kartoffeln zu. Das hat Saponine, so Schaum. Vielleicht haben Sie es schon mal gemerkt, wenn Sie Kartoffeln kochen, hat es ja oben Schaum. Den hat es aber hinterher auch noch in den Kartoffeln drin. Und dieser Schaum in hoher Dosis kann auch das kaputt machen. Das heißt, wenn Sie mich fragen, ja, wie behandle ich denn das? Wie kriege ich es wieder zu? Sage ich einerseits natürliche Substanzen wie L-Glutamin, Zink etc. Und vom Essen einfach mal 3-4 Monate Getreide reduzieren, Kartoffeln reduzieren und ersetzen entweder mit Dinkel, Urdinkel, hat zwar auch Gluten, aber weniger, oder einfach komplett auf leckere, getreidefreie Produkte zu gehen. Ja, also zum Beispiel Buchweizen, das hat jetzt auch kein, ist auch kein Getreide, obwohl das auch Weizen mit im Namen hat oder so. Ja. Und das ist immer so wichtig und Sie sehen, es ist wirklich abhängig davon, was habe ich denn genau? Weil Verdauungsbeschwerden, das ist, es kann das sein, das sein, das sein. Und ich habe Ihnen jetzt mal versucht zu vermitteln, was es alles für, wie soll ich sagen, für Beschwerdebilder geben kann. Und darum ist es auch so wichtig und das finde ich immer cool. Ich gebe Ihnen hier nochmal die Zusammenfassung. Manchmal müssen wir sehen, dass wir die Nährstoffe optimal wieder spalten können. Wenn es dran liegt an der Magensäure, Verdauungsenzyme oder Galle. Ja, wenn das das Problem ist, habe ich da die Lösung. Manchmal kann es aber auch sein, dass unsere Darmflora ein Durcheinander hat und dann müssen wir wieder eine ausgewogene Darmflora schaffen. Oder dritter Punkt, wir haben Probleme mit der Darmschleimhaut. Ja, und dann zunähen, verflixt und zugenäht und vom Essen her ein bisschen schauen. Und wenn Sie sagen, ja, muss ich dir jetzt die nächsten 20 Jahre dann auf Gluten verzichten oder so? Also ich mache das immer so, diese Darmsanierung, wenn man dann weiß, was man hat, darum mache ich immer eine Stuhlanalyse zuerst, das dauert 3 bis 4, 5 Monate nur. Aber dafür muss man einfach wissen, was habe ich denn eigentlich für ein Problem? Und darum ist auch immer mein Vorschlag, einfach mal nicht raten, sondern messen, was habe ich? Und dann kriegt man das eigentlich in 3, 4 Monaten wieder gut hin. Und das ist immer eine wichtige Sache, weil ich habe versucht, das jetzt in einer guten Stunde, oder ich denke, ich habe bestimmt überzogen, ja klar, versucht Ihnen zu vermitteln, ist, es ist jetzt nicht hochkomplizierteste Materie, oder? Ich meine, wir reden jetzt nicht über Krebsforschung oder über irgendwelche ganz, ganz komplizierten Sachen. Bei den ganzen Verdauungsproblemen ist es einfach nur so, man muss einfach nur genau wissen, was läuft denn eigentlich schief in diesem Prozess. Und wenn ich das weiß, was schief läuft und auch dann die Klarheit habe, ah ja, okay, das ist es, dann kann man das in 3, 4, 5 Monaten wieder hinbekommen. Und das haben so viele Beispiele auch gezeigt. Wir hatten jetzt am Sonntag, Samstag einen Kongress mit Ärzten und Therapeuten über dieses Thema. Und es ist einfach toll, was man dann mit den Patienten auch schaffen kann, weil ohne Medikamente kann man wirklich viel, viel Lebensqualität und Wohlbefinden wieder im Darm schaffen, weil das sind die Sachen, die man auf natürliche Art und Weise wieder hinbekommt, wenn man dann weiß, was es ist. Ja, und das ist das Gute. Und wie gesagt, ich biete eigentlich immer an eine kostenlose Sprechstunde, dass Sie sagen, okay, ich habe jetzt viel gehört, wie passt das zu mir eigentlich? Und das steht dann auch, und ich habe versucht, das hier mit diesem Schaubild mal zu verdeutlichen, für mich immer in einem Prozess, dass man sich erst in der kostenlosen Sprechstunde anschaut, okay, was haben Sie alles schon gemacht? Hatten Sie schon Tests? Oder wann passiert das mit dem Durchfall? Und das mal eruiert und dann sagt, okay, schauen wir uns das Ganze mal an, welcher Test macht Sinn? Und dann beginnt der Prozess, dass ich Sie begleite, dass wir eine Sitzung machen, wo wir das auswerten. Und auch, wie sieht der Behandlungsplan jetzt aus? Was braucht es eigentlich und braucht es Änderungen vom Essen? Ich finde es wichtig, und das versuche ich Ihnen zu geben, eine persönliche Betreuung, weil ich habe gesagt, 3 bis 5 Monate dauert es. Da ist es ja auch wichtig, dass man sich regelmäßig mal kurz wieder sieht und schaut, wie läuft es denn bei Ihnen, wie läuft es bei Ihnen? Das klappt schon gut, aber das Sodbrennen ist noch nicht weg oder jetzt habe ich wieder was gegessen, plötzlich hatte ich wieder einen von neuem Durchfall, was kann das sein? Dass man dann immer wieder korrigiert und andere Sachen hinzuführt oder austauscht. Und
dann kann man auch nachhaltig zu mehr Lebensqualität und Wohlbefinden kommen, weil es ist wichtig, diese dauernde Interaktion. Und wie gesagt, wir sind keine Drogerie, dass ich Ihnen sage, ich gebe Ihnen jetzt mal für 3 Monate ein gutes Probiotikum und das war's dann, sondern man muss einfach gucken, okay, was sind die Probleme, was kann man machen und dann bekommen wir das eigentlich meistens auch wieder gut hin. Genau, und das ist so ein bisschen das Konzept, wie ich arbeite als Therapeut, weil ich finde diese Aufklärung wichtig, das Verständnis, was kann Probleme machen und ja, und wenn man weiß, was Probleme macht und warum das machen kann, ja, dann kann man zusammen auch einen Plan finden, um das wieder verbessern zu können. Genau. Und das ist so, genau, so mein Schlusswort.